Hier Snake, Colonel, hören Sie mich. Kein Problem. Wie sieht es aus, Snake? Der hintere Lift scheint der einzige Weg nach oben zu sein. Wie erwartet. Sie werden den Lift bis zur Oberfläche benutzen müssen. Passen Sie auf, dass niemand Sie sieht. Sie können mich über Codec erreichen. Die Frequenz ist 140.85. Wenn Sie das Codec verwenden möchten, drücken Sie die Select-Taste. Wenn wir Sie kontaktieren müssen, piept das Codec. Wenn Sie dieses Geräusch hören, drücken Sie die Select-Taste. Der Codec-Empfänger stimuliert direkt Ihren Gehörgang. Sie werden der Einzige sein, der es hören kann. Gut. Okay. Ich bin unterwegs. Thank you.
Hier, Snake. Ich bin vor der Entsorgungsanlage. Ausgezeichnet, Snake. Sie werden im Alter nicht langsamer. Wie geht das mit dem Sneak-Anzug? Schön trocken, aber bewegen ist schwierig. Er soll Unterkühlung verhindern. Schließlich ist das hier Alaska, nicht wahr? Schon gut. Ich bin ja dankbar. Ohne Ihren Anzug und die Spritze wäre ich schon längst zum Eiszapfen geworden. Ein Antigefrierpeptid, Snake. Alle an dieser Übung beteiligten Genomsoldaten verwenden es. Gut. Freut mich, das zu hören. Schon getestet, wie? Wie sieht's mit der Ablenkung aus? Zwei F-16 sind in Kalena gestartet und zu ihnen unterwegs. Der Radar der Terroristen muss sie jeden Augenblick entdecken. Ein Hein D. Colonel. Was macht ein russischer Helikopter hier? Keine Ahnung. Aber es sieht so aus, als ob unser kleines Ablenkungsmanöver geklappt hat. Jetzt ist Ihre Chance, unerkannt einzudringen. Bleiben nur noch 18 Stunden bis zum Ablauf des Ultimatums. Beeilen Sie sich! Wow! Der spinnt wohl, einen Hind bei diesem Wetter zu fliegen. Wer ist das? Oh, tut mir leid. Ich habe Sie nicht vorgestellt. Dies ist Mai Ling. Sie wurde uns als Kommunikations- und EDV-Spezialistin zugewiesen. Sie entwickelte den Codec und ihr Soliton-Radarsystem. Wenden Sie sich bei diesbezüglichen Fragen an Sie. Nett, Sie kennenzulernen, Snake. Es ist eine Ehre, einer lebendigen Legende zu begegnen. Was ist los? Nichts. Habe mir bloß die erstklassige Militärtechnologie-Ingenieurin weniger hübsch vorgestellt. Och, Sie schmeicheln mir. Nein, im Ernst. Jedenfalls wird's mir die nächste... Der helle Punkt in der Mitte sind Sie, Snake. Die roten Punkte sind Ihre Feinde und der blaue Kegel deren Sichtfeld. Vorsicht, Snake. Die Genomsoldaten verfügen über hochentwickelte Hör- und Sehsinne aufgrund der Gentherapie. Sie dürfen sie nicht sehen. Dringen Sie in die Entsorgungsanlage ein. Snake! Wenn Sie eintreten wollen, hier ist der Eingang. Es ist der kürzeste Weg, aber der Feind kann Sie wahrscheinlich sehen. Soll ich an die Tür klopfen und fragen, ob ich ein Ei borgen kann? Eine Wache links und eine rechts. Sie haben 556er und Granaten. Was ist mit dem Schacht bei der Tür? Im zweiten Stock sollte es auch einen Schacht geben. Ich kann ihn nicht sehen. Entscheiden Sie, wie Sie eindringen. Ich zähle auf Sie, Snake. Eine Überwachungskamera.
Hier ist McDonald Miller. Ist schon eine Weile her. Master, was machen Sie denn hier? Ah, ich wurde des Drillens müde und kam hierher, um ein bisschen Ruhe und Frieden zu haben. Hier und da helfe ich beim Training der alaskischen Pfadfinder mit. Geben Ihr Können an die nächste Generation weiter. Gut. Campbell hat mir die Situation hier erklärt. Ich dachte, ich könnte behilflich sein. Es gibt keinen, dem ich in einem Fuchsbau lieber begegne. Nun, ich kenne mich ein bisschen beim Überleben aus. Ich wohne schon etwas länger als Sie in Alaska. Rufen Sie mich, wenn Sie Fragen zur Flora und Fauna haben. Meine Frequenz ist 141,80. DARPA-Chef in die Zelle im ersten Untergeschoss umgesiedelt. Was ist mit dem Reinigen der Lüftungsschächte? Die haben soeben die Abdeckung geöffnet. Die werden gleich Rattengift sprühen. Der Lüftungsschacht im ersten Untergeschoss? Mach die Abdeckung gleich nach dem Sprühen zu. Pass auch auf die Frau in der Zelle auf. Immer schön vorsichtig sein. Frau in der Zelle? Ist was passiert? Ein Eindringling. Echt? Er hat schon 3 Mann umgelegt. Er hat 3 Leute umgebracht? Ja. Er soll einen Stealth-Anzug haben. Stealth? Ist denn noch jemand hier? Wie auch immer, verstärken Sie die Sicherheit für den Chef. Thank you.
Eine Frau. Nicht er. Wer sind Sie? Ich komme Sie retten. Sie sind Donald Anderson, Chef von DARPA, ja? Sie sollen mich hier rausholen, wie? Wer schickt Sie? Ich bin bloß der Hampelmann, der Sie hier aus der Tinte fischt. Wirklich? Stimmt. Sie sehen nicht wie einer von denen aus. In dem Fall, los, weg von hier. Langsam. Keine Sorge. Erst will ich Informationen. Über die Terroristen. Die Terroristen? Können die wirklich eine Atomrakete abschießen? Wovon sprechen Sie? Die Terroristen bedrohen das Weiße Haus. Sie sagen, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden, lancieren sie eine Atomwaffe. Lieber Jesus. Ist das möglich? Möglich. Wie? Können eine Atomwaffe schießen? Wie wollen Sie sie abschießen? Hm? Ich dachte, hier gäbe es nur demontierte Sprengköpfe. Die sollten keinen Zugang zu Raketen haben. Was ich Ihnen jetzt erzähle, ist streng geheim, ist das klar? Wir führten Übungen mit einer neuen experimentellen Waffe durch. Eine Waffe, die die Welt verändern wird. Was? Eine Waffe, mit der ein Atomangriff von jedem beliebigen Ort der Erde möglich wird. Ein nuklear gerüsteter Kampfpanzer. Metal Gear. Nicht möglich. Sie kennen das? Metal Gear ist eines der geheimsten Projekte. Wie haben Sie das gewusst? Wir hatten früher mal ein paar Zwiste. Deshalb also waren Sie hier in der Entsorgungsanlage. Was sollte ich sonst an diesem gottverlassenen Ort? Ich hörte, dass das Metal Gear Projekt fallen gelassen wurde. Im Gegenteil. Es ist zu einem riesigen gemeinsamen Projekt von Arms Tech und uns gewachsen. Wir wollten bei dieser Übung Daten sammeln und dann mit der Massenproduktion beginnen. Bis die Revolution dazwischen kam. Revolution? Rex ist in den Händen der Terroristen. Rex. Metal Gear Rex. Der Codename für den neuen Metal Gear Prototyp. Der Sprengkopf, den Sie für Rex verwenden wollen, ist vermutlich schon geladen. Diese Männer sind Profis. Die sind alle im Umgang mit und Ausrüstung von Waffen erfahren. Hey, halten Sie die Klappe! Ich dachte, alle Atomsprengköpfe verfügen über Sicherheitsmaßnahmen. Eine Art Sprengcode, die man eingeben muss. Oh, Sie meinen Paar. Ja, sicher gibt es den Paar. Zum Starten müssen zwei unterschiedliche Kennwörter eingegeben werden. Zwei Kennwörter? Richtig. Baker kennt eins und ich das andere. Baker? Der Präsident von Armstech? Richtig. Jeder von uns muss ein Kennwort eingeben, sonst ist Zünden nicht möglich, aber... Sie haben mein Kennwort gefunden. Sie haben's verraten? Psycho Mantis liest Gedanken. Sie können sich nicht wehren. Psycho Mantis? Einer der FOXHOUND-Mitglieder. Er hat übernatürliche Kräfte. Klingt übel. Bis Sie auch Bakers Code kennen, ist bloß eine Frage der Zeit. Wenn Sie Bakers Code rausfinden... Dann können Sie jederzeit eine Atomrakete zünden. Aber Sie können gestoppt werden. Was? Mit den Schlüsselkarten. Schlüsselkarten? Die wurden von den Systemingenieuren der Armstech als Notmaßnahme entworfen. Selbst ohne die Kennwörter können Sie damit das Sicherheitsschloss aktivieren.
Und dann? Können Sie die Zündung stoppen? Diese Schlüsselkarte? Und wo sind die Schlüsselkarten? Baker muss sie haben. Hören Sie zu. Sie brauchen drei Schlüssel. Es gibt drei Schlüssel und verschiedene Schlitze, in die sie geschoben werden. Jeder erfordert eine Karte. Okay, drei Schlüsselkarten. Wissen Sie, wo Sie Baker festhalten? Irgendwo im zweiten Untergeschoss. Zweites Untergeschoss? Die Wache hat gesagt, dass sie ihn in einen Bereich mit viel elektronischer Störung verlegt haben. Sonst noch Hinweise? Ja. Sie haben die Eingänge zugemauert, sind aber nicht mit dem Übermalen fertig geworden. Achten Sie auf Bereiche, wo die Wände andersfarbig sind. Nehmen Sie das. Es ist meine ID-Karte. Sie öffnet Sicherheitstüren der Stufe 1. Es ist eine PAN-Karte. Die funktioniert im Zusammenhang mit dem elektronischen Feld Ihres Körpers. Personal Area Network, hä? Salze im Körper dienen als Medium zum Übertragen von Daten. Die Sicherheitseinrichtungen an der Tür lesen die auf der Karte gespeicherten Daten. Und die Türen gehen automatisch auf. Alles klar. Okay, ich werde Sie hier rausholen. Augenblick. Was ist los? Sie kennen keinen anderen Weg, um die Aktionsverbindung zu deaktivieren? Von Ihren Bossen vielleicht? Nein. Sind Sie sicher, dass Sie nichts gehört haben? Ich sagte nein. Und gedenkt das Weiße Haus den Forderungen der Terroristen nachzugeben? Nicht mein Problem, das hat nichts mit meinen Befehlen zu tun. Aber das Pentagon! Das Pentagon! Was ist los? Was ist los? Hey, was ist passiert? Tot. Naomi, der Chef! Was ist geschehen? Ich weiß nicht genau. Sieht nach Herzversagen aus, aber... Herzversagen? Nein. Colonel, verbergen Sie irgendetwas. Keinesfalls, Snake. Sie müssen verstehen, die Operation hat Sicherheitsstufe Rot. Sie benötigen höchste Sicherheitsfreigabe, um die gesamte Akte sehen zu können. Sie wollen mir erzählen, dass Sie als Leiter der Operation nicht über Zugang zu allen Informationen verfügen? Ich sagte Ihnen schon, der Verteidigungsminister leitet diese Operation. Ich bin nur zu Ihrer Unterstützung hier. Snake, wir haben keine Zeit für Debatten. Kommen Sie da weg und suchen Sie Präsident Baker. Sie haben den Chef umgebracht. Sie Mistkerl! Liquid? Nein, Sie sind's nicht. Keine Bewegung! Zielst du zum ersten Mal auf einen Menschen? Deine Hände zittern. Schieß doch, Grünschnabel. Ich bin kein Grünschnabel. Lügner. Der unsichere Blick. Die Angst in den Augen. Wenn das keine Grünschnabelaugen sind. Du hast doch noch nie einen Menschen erschossen, nicht wahr? Sie reden zu viel. Du hast noch nicht mal die Waffe entsichert. Ich bin kein Grünschnabel.
Du gehörst nicht zu denen, oder? Öffnen Sie die Tür. Sie haben noch eine Karte. Warum? Damit wir hier rauskommen. Sieht nach einer kleinen Verspätung aus. Was machst du? Nicht denken, schießen! Worauf warten Sie? Schießen Sie! Ich sag's Ihnen, ich bin kein Grünschnabel! Los jetzt! Schießen Sie! Danke für die Hilfe. Moment! Wer sind Sie? Idiot! Du hast ihn umgebracht! Tut mir leid, Boss. Seine mentale Abschirmung war sehr stark. Ich konnte nicht an seine Gedanken ran. Jetzt erfahren wir den Sprengcode nie! Boss! Naomi, ich hatte eine Art Halluzination. Kommt das von den Nanomaschinen? Nein, Snake, die Nanomaschinen funktionieren korrekt. Was war es dann? Psychometrisches Eindringen von Psycho Mantis, Foxhounds Telepath. Stellen Sie sich eine Art gedankliches Feedback vor. Das also war Mantis. Thank you.
bin ich zu spät. Oh. Er lebt. Sie sind Kenneth Baker, Präsident von Armstech, nicht wahr? Keine Angst, ich hole Sie raus. Oh. Nein, nicht anfassen. C4. C4 geht mit dem Alten in die Luft. Also du bist der, von dem der Boss andauernd spricht. Und Sie? Sonderkommandoeinheit FOXHOUND. Revolver Ocelot. Ich habe auf dich gewartet, Solid Snake. Sehen wir mal, ob der Mann der Legende gerecht wird. Die Colt Single Action Army, die beste Pistole aller Zeiten. 6 Kugeln tötet alles, was sich bewegt. Ich zeig es dir, darum nennen sie mich Revolver. Zieh! Du bist recht gut. Genau das, was ich von jemandem mit demselben Code wie der Boss erwartete. Das ist mein bester Kampf seit langem. Aber ich fange erst richtig an. Was? Ah, meine Hand! Ein Stealth-Anzug. Nicht mal richtig sterben. Du hattest Glück. Wir sehen uns wieder. Wer sind Sie? Ich bin wie du. Namenlos. Oh. Dieses Exoskelett. Können Sie sprechen? Wer sind Sie? Keiner von denen. Der DARPA-Chef hat Ihnen seinen Sprengcode gegeben. Was mit Ihrem? Ach so, ich weiß. Jim hat Sie geschickt. Sie sind vom Pentagon. Antworten Sie! Wir haben keine Zeit. Was mit Ihrem Code? Ich habe geplaudert. Was? Jetzt haben die Terroristen beide Codes und können jederzeit zünden. Ich habe mich gewehrt. Ich habe es Recommendis Kräften widerstanden. Er hat Ihre Gedanken nicht gelesen. Wieso nicht? Implantate in meinem Gehirn. Implantate? Eine Art mentale Sperre. Jeder mit Zugang zu streng geheimen Codes hat sie.
Auch der DARPA-Chef? Natürlich. Der DARPA-Chef sagt, Mendes habe seinen Code durch Gedankenlesen erfahren. Haben Sie ihn auch richtig verstanden? Ja, da bin ich sicher. Wie haben Sie denn Ihren Code herausgefunden? Ich wurde leider nie im Widerstand zur Folter trainiert. Sieht aus, als hätte er seinen Spaß mit Ihnen gehabt. Er ist kein Mensch. Er hat jede Sekunde genossen. Was mit Ihrem Arm? Er hat ihn gebrochen. Dann sind Sie jetzt wohl quitt. Seiner wurde abgetrennt. Sie sind wohl ein Witzbold. Der DARPA-Chef, ist er okay? Tot. Was? Unmöglich. Jim, Sie haben uns hintergangen. Sie wollen mich ausschalten. Beruhigen Sie sich. Was ist denn los mit Ihnen? Ich bin hier, um Sie zu retten. Oh. Ich habe den DARPA-Chef nicht umgebracht. Er hatte einen Herzinfarkt oder sowas. Herzinfarkt? Seien Sie kein Narr. Was auch immer. Die Terroristen haben jetzt beide Codes. Diese Jungs sind total verrückt. Die zögern nicht eine Atomwaffe. Ich weiß, aber was wollen sie wirklich? Wer weiß, vielleicht sind die wie wir in der Rüstungsindustrie. Immer freuen wir uns auf den nächsten schönen Krieg. Nun, ich werde nicht zulassen, dass diese Verrückten einen Krieg beginnen. Haben Sie die Schlüsselkarten noch? Schlüssel? Um den Sprengcode außer Kraft zu setzen. Ich höre, Sie hatten sie. Nein, nicht mehr. Was? Wer hat sie dann? Doch nicht die Terroristen? Nein, diese Frau. Frau? Welche Frau? Eine Soldatin, die mit mir gefangen genommen wurde. Soldatin? Das muss... Sie sagte, sie wäre eine neue Rekrutin. Sie nahm sie gefangen, weil sie nicht an der Rebellion teilnehmen wollte. Neue Rekrutin? Vielleicht die Nichte des Colonels? Ich gab ihr die Schlüssel. Sieht so aus, als wäre sie entkommen. Ich hoffe, sie ist okay. Ich glaube schon. Sie ist neu, aber hart im Nehmen. Wie wissen Sie, dass sie entkommen ist? Wir waren über Codec in Kontakt, bis ich hier festgehalten wurde. Codec? Ja, sie stahl es der Wache. Wenn sie es noch hat, können Sie sie kontaktieren. Sie hat es bestimmt. Welche Frequenz verwendet sie? Oh ja, Moment, die ist... tut mir leid. Ich habe sie vergessen. Verdammt! Oh ja, sie ist auf der CD-Verpackung. Versuchen Sie, Verbindung aufzunehmen. Okay, sagen Sie, falls das nicht funktioniert. Wie kann ich den Abschuss der Rakete sonst verhindern? Suchen Sie Hal Emrich. Einer meiner Angestellten. Wer ist das? Der Teamleiter des Metal Gear-Projekts. Ein technisches Genie, aber ein ziemlich komischer Kauz. Wenn jemand das Aktivieren von Metal Gear verhindern kann, dann ist er's. Und wenn ihm nichts einfällt? Dann müssen wir es zerstören. Emrich weiß, wie man Metal Gear zerstört. Wo ist dieser Emrich? Nun, er wird wahrscheinlich im Sprengkopflager festgehalten. Das ist nördlich von hier. Dort hat er gearbeitet. Ich verstehe. Aber warum Metal Gear? Das nukleare Zeitalter ging doch mit der Jahrtausendwende vorbei. Da irren Sie sich. Die nukleare Bedrohung ist nicht vorüber. Heute ist sie größer als je zuvor. Die Menge an verbrauchtem Nuklearbrennstoff und Plutonium steigt ständig an. Auch heute. Haben Sie je ein Lager voll von Atommaterial gesehen? Nein. Fässer über Fässer voll von Atommüll, soweit das Auge reicht. Das Zeug kann noch immer nicht richtig entsorgt werden. Also machen die einfach den Deckel zu und tun so, als löse sich das Problem von selbst. Im Endeffekt ja. Und selbst das Lagern wird schlecht gehandhabt. Viele der Fässer korrodieren und der radioaktive Inhalt sickert aus. Unglaublich. Nicht nur das. Jährlich werden kiloweise Schwund verzeichnet. Schwund? Ungeklärte Fehlmengen. Es beweist, dass ein großer und gut organisierter Schwarzmarkt für radioaktives Material existiert. Außerdem sind seit Ende des Kalten Krieges insbesondere russische Atomingenieure arbeitslos und ohne Aussichten auf einen Job. Mit anderen Worten, es gibt Material und Wissenschaftler zu Genüge, um eine Bombe herzustellen. Wir leben in einem Zeitalter, wo jedes Kleinland ein Atomwaffenprogramm betreiben kann. Und wie steht es mit den anderen Supermächten? Russland und China unterhalten noch stets eine bedeutende Atompräsenz. Totale nukleare Abrüstung ist ein Ding der Unmöglichkeit. Für unsere Abschreckungspolitik benötigen wir eine Waffe von absoluter Schlagkraft. Sie meinen Metal Gear?
Ja, unsere Industrie hat ziemlich unter den Kürzungen im militärischen Bereich wegen dieses sogenannten Friedens gelitten. Ich habe viel über Fusionen und Übernahmen bei den großen Rüstungsfirmen gehört. Ja, und nachdem eine Firma den Auftrag für die nächste USAF-Jägergeneration verloren hatte, blieb uns mit Metal Gear eine letzte Trumpfkarte. Deswegen wollten wir Metal Gear als schwarzes Projekt entwickelt haben. Schwarzes Projekt? Geheimprojekte aus dem Schwarzfonds des Pentagons finanziert. Man vermeidet da eine Menge Bürokratie und erhält eine gute Vorlaufzeit für die Waffenproduktion. Und keiner kommt dir in die Quere. Nicht mal die weichen Liberalen im militärischen Überwachungskomitee. Bestechung. Ich ziehe es vor, von gutem Geschäft zu sprechen. Egal, Metal Gear wäre nach Analyse unserer Übungsergebnisse offiziell genehmigt worden. Sie und Ihre Firma scheren mich nicht. Ja, von einem Grunzer wie Ihnen erwartet man nichts anderes. Hier, deswegen sind Sie doch hier, nicht? Was ist das? Eine optische Diskette, ist alles drauf. Die Hauptfestplatte wurde bei der Schießerei zerstört. Dies ist die einzige Kopie der Daten. Was für Daten sind das? All die Daten dieser Übung. Stellen Sie sich doch nicht dumm. Deswegen sind Sie doch hier. Ich habe Sie bei der Folterung vor diesem Sadisten versteckt. Die wissen nichts von dieser Diskette. Bringen Sie sie zu Jim. Ihrem Boss. Hä? Ich gebe Ihnen auch meine Karte. Sie öffnet alle Türen der Sicherheitsstufe 2. Können Sie gehen? Nein. Gehen Sie ohne mich. Die haben mein Kennwort. Die wollen nichts mehr von mir. Noch eine Frage. Wer oder was war dieser Ninja? Es schien mir, Sie wussten etwas. Der Ninja? Das war Foxhounds kleines Geheimnis. Kleines Geheimnis? Ein Experiment der Genomsoldaten. Sie kennen ihn? Fragen Sie Dr. Naomi Hunter von Foxhound. Sie weiß mehr als ich. Naomi? Stoppen Sie sie. Wenn das rauskommt, sind meine Firma und ich erledigt. Was? Verwendet Metal Gear nicht bekannte Technologie? Metal Gear selbst schon, aber... Ah! Was? Da haben Sie mit mir gemacht? Ah! Oh, nein! Oh, nein, bitte nicht! Diese Mistkerle von Pentagon, die haben es tatsächlich gemacht! Ah! Oh. Wovon sprechen Sie? Sie benutzen sie Bomben. Oh! Was zum Teufel? Colonel, hören Sie mich. Auch er ist tot. Keine Ahnung. Lügen Sie nicht. Sieht wie noch ein Herzinfarkt aus, aber... Eine Art Gift. Es gibt viele Medikamente, die in hohen Dosen Herzinfarkt verursachen können. Zum Beispiel Kaliumchlorid oder Dioxid. Aber... ohne Autopsie können wir nichts Genaues sagen. Verdammt! Snake, Sie und Meryl müssen zusammenarbeiten. Kann ich ihr trauen? Mehr als Sie mir trauen können. Kontaktieren Sie sie! Snake, an Ihrer Position sind zu viele elektrische Störungen. Kurze Kommunikation wie mit uns ist möglich, aber normale Kommunikation wahrscheinlich nicht. Versuchen Sie, aus dem Bereich wegzukommen. Snake, reißen Sie sich zusammen! Naomi, was war dieses Ninja-Ding? Ein Mitglied von Foxhound? Nein. Sind Sie sicher? Ja, wir haben niemanden wie ihn in der Einheit. Stimmt das? Snake, ich verlasse mich auf Sie.
Wer sind Sie? Ich war echt beeindruckt, wie Sie da rausgekommen sind. Der aus dem Gefängnis? Sie sind die Nichte des Colonels. Marin, oder? Nein, das ist er nicht. Und wer bitte sind Sie? Der Idiot, den Ihr Onkel hier ganz allein in dieses Minenfeld geschickt hat. Sie sind alleine. Was sind Sie? Eine Art Ein-Mann-Einheit. Ich brauche keine Vorträge. Sie sind genau wie Ihr Onkel. Woher kennen Sie meinen Onkel? Wir sind alte Freunde. Wie heißen Sie? Mein Name ist nicht wichtig. Aha. Sind Sie vielleicht Snake? Sind Sie Solid Snake? Einige Leute nennen mich so. Der legendäre Solid Snake. Sie. Tut mir leid wegen vorhin. Ich wusste nicht, auf welcher Seite Sie sind. Ich wusste es von Ihnen. Wie? Ihre Augen. Meine Augen? Das sind keine Soldatenaugen. Sondern die eines Grünschnabels. Nein, schöne, einfühlsame Augen. Genau das, was man von der Legende erwartet. Solid Snake. Versucht mir den Teppich unter den Füßen zu nehmen. Keine Sorge. Das kommt schon wieder, wenn wir uns sehen. Die Wirklichkeit kann mit der Legende leider nicht ganz mithalten. Ich glaube Ihnen nicht. Weshalb waren Sie so überrascht, als Sie mein Gesicht sahen? Weil Sie ihm so ähnlich sind. Wem? Liquid Snake? Der Terroristenführer? Ja, kennen Sie ihn? Sie sind nicht etwa Brüder, oder? Ich habe keine Familie. Wie kann das denn sein? Wer weiß. Fragen Sie ihn doch selbst. Aber erst brauche ich Informationen. Sie waren von Anfang an bei der Übung dabei. Was genau ist da vorgefallen? Tut mir leid. Ich wurde zusammen mit Präsident Baker gleich nach dem Angriff gefangen genommen. Das ist okay. Aber wo sind wir hier? Das ist doch nicht nur eine Atomwaffenentsorgungsanlage. Oh nein, das sieht Ihnen ähnlich. Sie haben Ihnen nichts erzählt? Okay, Snake. Dies hier ist nicht wirklich eine Atomwaffenentsorgungsanlage. Diese Basis wird von einer Scheinfirma von Arms Tech betrieben. Eine zivile Basis? Ja, für die Entwicklung von Metal Gear. Colonel. FOXHOUND und die Sondereinheiten der nächsten Generation waren hier zum Abschuss einer Testrakete. Weshalb FOXHOUND? Weil sie eine Sondereinsatztruppe mit Erfahrung bei streng geheimen Missionen sind. Alles sollte schön geheim gehalten werden. Aber Atomraketen wurden bereits getestet. Weshalb jetzt? Es sollte der endgültige Test vor der formellen Genehmigung des Metal Gear-Programms sein, soviel ich davon gehört habe. Klingt komisch. Was glauben Sie, wollen die Terroristen? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich wurde mit Präsident Baker zu Beginn der Revolte gefangen genommen. Oh ja, dabei gab er Ihnen die Schlüssel zum Deaktivieren des Sprengcodes. Genau. Wie haben Sie es geschafft, sie vor den Wachen zu verstecken? Frauen haben mehr Verstecke als Männer. Sie haben Baker getroffen? Wie geht es ihm? Er ist tot. Was? Herzinfarkt. Wie auch der DARPA-Chef. Der Chef ist auch an Herzinfarkt gestorben? Ja. Waren die beiden krank oder so? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht an Zufälle. Irgendwas geht hier vor. Könnte sein, aber ich habe keine Ahnung was. Ich auch nicht. Noch nicht. Kennen Sie den Entwickler von Metal Gear? Sie meinen Dr. Emmerich? Ja. Lebt er noch? Wahrscheinlich. Er sollte im Forschungslabor im zweiten Untergeschoss, im Sprengkopflager nördlich von hier sein. Zweites Untergeschoss, okay. Ja, dort ist sein Labor. Ich glaube, er wird dazu gezwungen, am Atomraketenabschussprogramm zu arbeiten. Sie brauchen ihn also erstmal lebend. Wir müssen etwas tun, bevor er fertig ist. Stimmt. Ich muss wissen, wie ich Metal Gear zerstöre, wenn der Sprengcode nicht deaktiviert werden kann. Das wollen Sie selber unternehmen, Snake? Es ist nicht das erste Mal. Wie komme ich am besten in das Gebäude, in dem der Doktor ist? Im ersten Stock des Gebäudes ist eine Frachttür, die nach Norden führt. Was ist die Sicherheitsstufe der Tür? 5. Aber kein Problem. Ich habe eine Karte für Stufe 5. Okay. Ich versuche, den Doktor zu retten. Sie sollten gehen. Ich komme mit. Nein. Sie sind zu grün. Verstecken Sie sich irgendwo. Ich bin nicht grün. Glauben Sie mir. Die kleinste Unaufmerksamkeit vor dem Feind und alles ist vorbei. Sie können nicht immer Glück haben. Ich weiß nicht, was los war. Ich konnte einfach nicht gleich schießen. Ich hatte beim Training nie Probleme. Aber als ich daran dachte, dass meine Kugeln diese Soldaten zerreißen würden, zögerte ich. Schießen auf Zielscheiben und feuern auf Menschen ist etwas ganz anderes. Schon als ich noch klein war, wollte ich Soldatin werden. Ich habe meine Gedanken und meinen Körper jeden Tag auf eine echte Kampfsituation vorbereitet. Und jetzt? Was nun? Geben Sie auf.
Ich kann nicht. Jetzt darf ich nicht aufgeben. Hören Sie, Meryl. Es wird jedem schlecht, nachdem er das erste Mal tötet. Aber leider wird das Töten mit jedem Mal einfacher. Im Krieg kommen all die schlechten Seiten und Gefühle des Menschen zum Vorschein. Und so vergisst man leicht auf dem Schlachtfeld, wie groß die Sünde ist. Dies ist kein Krieg. Es ist ein Terroristenangriff. Sie sind bloß etwas aufgerührt. Eine normale Reaktion auf das Kampfhoch. Ihr Adrenalinspiegel legt sich wieder. Keine Sorge. Ich habe an der Akademie alles über Kampfhochs gelernt. Wir besprechen das später. Jetzt müssen Sie hier erstmal lebendig rauskommen. Ich denke dran, wenn wir hier jemals rauskommen. Okay. Ich versuche das mal anders. Gehen Sie mir aus dem verdammten Weg! Ein mieses Stück. Genau wie mein Onkel sagte. Ich sagte doch, die Wirklichkeit hält nicht mit der Legende mit. Sie hatten wohl recht. Okay, Snake. Ich werde brav sein. Wir treffen uns, wenn ich den Doktor habe. Dann kümmern wir uns um den Sprengcode. Alles klar. Aber ich kenne diesen Bereich besser als Sie. Melden Sie sich bei Fragen. Vorsicht, ja? Ich melde mich, wenn die Frachttür offen ist. Keine Sorge, Colonel. Meryl geht's gut. Gott sei Dank. Meryl ist eine starke Frau. Aller Achtung. Sie ist sehr tapfer. Danke, Snake. Nicht so schnell. Die wahre Mission geht erst los. Denken Sie an de Gaulle-Spruch. Die Friedhöfe sind voller unersetzlicher Männer. Snake, Sie sind allein und von Feinden umgeben. Seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie Kämpfe, wenn möglich. Sie haben recht. Und Zitate haben Sie drauf, nicht wahr? Nun ja, meine Eltern sind beide aus Guangdong in China. Aber ich bin in Amerika geboren und aufgewachsen. Ich mag die Literatur beider Länder. Das verbindet mich mit Ihnen. Ich zitiere für Sie gern noch mehr, wenn Sie wollen. Darauf freue ich mich schon. Aber ich wüsste auch gern noch mehr über Sie selbst. Ah, ich denke drüber nach. Vorsicht, Snake. In der Luftschleuse sind Infrarotsensoren. Mit dem bloßen Auge kann man sie nicht sehen. Aber aus der Wand da kommen Infrarotstrahlen. Bei Kontakt mit einem werden die Türen abgeschottet und Giftgas freigesetzt. Sie müssen da irgendwie durch, ohne Alarm auszulösen. Musik
Dieser Ort ist voller Claymore-Minen. Verwenden Sie Ihren Detektor. Wer sind Sie? Nennen Sie mich Deep Throat. Deep Throat? Der Informant beim Watergate-Skandal. Vergessen Sie das. Es ist keine Blitzübertragung. Sind Sie in der Nähe? Hören Sie. Vor Ihnen lauert ein Panzer und wartet darauf, Sie anzugreifen. Wer sind Sie? Einer Ihrer Fans. Lass uns kämpfen!
Ja, Boss. Ich hoffe, du freust dich. Er hat die Karte. Amüsieren wir uns noch eine Weile mit ihm. Sei klug und unterschätze ihn nicht. Was hältst du von ihm? Er ist genau wie du gesagt hast. Im Kampf scheint er wie besessen zu sein. Ganz dir ähnlich. Das habe ich erwartet. Siehst du, sagte ich doch. Aber ich werde ihn töten. Ja, General Ivan, er hat dir also die Hand und die Würde genommen. Hüte deine Zunge, Schamane! In der Sprache der Sioux bedeutet Sioux Schlange. Ein Tier, von dem man weiß, dass man es fürchten soll. Die Schlange gehört jetzt mir. Beim nächsten Mal werde ich mich um ihn kümmern. Noch nicht. Töte ihn noch nicht. Wir werden uns im Kampf wiedersehen. Gleiche Vorhersage wie immer? Ja, der Rabe auf meinem Kopf will sein Blut sehen. Von Waffen ist hier absolut ausgeschlossen. Ich habe die Nanomaschinen so programmiert, dass das nicht geht, Colonel. Was? Wovon reden Sie? Schon vergessen. Hier sind die Atomsprengköpfe gelagert. Sehen Sie sie? Ja, da sind jede Menge Kartons. Aber sind das alle Sprengköpfe? Ja, entschärfte Sprengköpfe. Die liegen hier einfach rum? Präsident Baker hat recht. Völlig nachlässig. Der Etat ist begrenzt. Für die Medien wird das alles geschönt. Aber so sieht die bittere Wahrheit aus. Nastascha weiß noch viel mehr darüber als ich. Rufen Sie Nastascha auf der Frequenz 14152. Aus allen Sprengköpfen in den Kartons wurden die Zünder entfernt, sodass sie nicht explodieren können. Sollten sie jedoch beschädigt werden, kann dabei Plutonium austreten und das wäre ein ernstes Problem. Vorsicht! Sie dürfen in diesem Bereich keine Waffen einsetzen. Hier spricht Nastascha Romanenko. Schön, mit Ihnen zu arbeiten, Solid Snake. Sie sind die Atomexpertin, die der Colonel erwähnte. Genau. Ich kann Ihnen alles über Atombomben erzählen. Ich bin aber auch Militärberaterin und kenne mich gut mit vielen Waffensystemen aus. Man bat mich, als Mitglied des Atomüberwachungsteams an dieser Operation teilzunehmen. Ich habe gern angenommen. Atomwaffen dürfen Terroristen einfach nicht in die Hände fallen. Ich hoffe, wir können sie aufhalten. Sie sind eine harte Lady. Terroristen, die ernsthaft Atombomben zünden wollen? Das kann die Welt doch nicht einfach so zulassen. Leider kann ich Ihnen von hier aus nur mit Informationen helfen. Das wird hoffentlich reichen. Ein Soldat mehr würde hier auch nichts ändern. Ich arbeite gerne mit Ihnen zusammen, Nastascha. Ganz meinerseits.
Snake, Vorsicht! Der Raum ist mit Gas gefüllt und der Boden ist elektrisch geladen. Sie müssen den Hochspannungsschalter zerstören, an der nordwestlichen Wand. Aber wie? Ich komme nicht hin. Benutzen Sie eine ferngesteuerte Rakete. Wer sind Sie? Nennen Sie mich Deep Throat. Deep Throat? Informant beim Watergate-Skandal. Vergessen Sie das. Es ist keine Blitzübertragung. Sind Sie in der Nähe? Wer sind Sie? Einer Ihrer Fans. Sieht aus, als wären sie zerschnitten worden. Ein Geist! Ah!
Anzug. Wer sind Sie? Wo ist mein Freund? Wovon sprechen Sie? Was noch? Snake. Sie sind der Ninja. Ich habe auf dich gewartet, Snake. Wer sind Sie? Weder Freund noch Feind. Ich komme aus einer Welt, in der das bedeutungslos ist. Ich habe alles aus dem Weg geschafft. Jetzt kämpfen wir zwei bis zum Tode. Was wollen Sie? Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Diesen Augenblick will ich genießen. Was ist mit diesen Typen los? Wie eine meiner Japan-Animationen. Ich komme aus einer anderen Welt, um mit dir zu kämpfen. Weshalb? Rache? Nichts so Triviales wie Rache. Ein Kampf bis auf den Tod. Nur das bringt meiner Seele Genugtuung. Ich töte dich. Oder du tötest mich. Es macht keinen Unterschied. Ah, gut. Nun hat er seinen Logenplatz. Ich brauche den Mann. Lass ihn in Ruhe. Yeah!
Nicht mehr hier, Snake! Snake!
Genau, glänzender Schlag. Erinnerst du dich, Snake? Das Gefühl eines Kampfes? Wie Knochen und Nerven sich messen. Unmöglich. Du wurdest in Sansibar getötet. Was? Nicht schon wieder. Was ist los? Dieser Ninja ist Gray Fox. Kein Zweifel. Lächerlich. Sie wissen doch genau, dass er in Sansibar starb. Nein, er hätte sterben sollen. Doch er lebt. Was? Es passierte, bevor ich zu FOXHOUND kam. Sie verwendeten einen Soldaten für Gentherapie-Experimente. Davon habe ich nie gehört. Es passierte nach ihrem Austritt. Mein Vorgänger Dr. Clark war verantwortlich. Dr. Clark? Ja, er begann das Gentherapie-Projekt. Und wo ist er jetzt? Er starb bei einer Explosion im Labor vor 2 Jahren. Was geschah mit dem Soldaten? Anscheinend wurde der Körper eines in Sansibar getöteten Soldaten zu Versuchszwecken gebraucht. Und das war Gray Fox. Aber er war doch schon tot. Ja, aber er wurde wiederbelebt. Er erhielt den Prototyp eines Exoskeletts und wurde 4 Jahre unter Drogen gehalten, während sie an ihm herumexperimentierten. Die heutigen Genomsoldaten gehen auf das Experiment zurück. Das Widerlichste, das ich je gehört habe. Sie testeten alle möglichen Gentherapietechniken an ihm. Naomi, warum haben Sie uns das nicht schon eher erzählt? Weil es vertraulich ist. Ist das der einzige Grund? Naomi, was geschah dann mit Gray Fox? Laut Bericht starb er in der Explosion. Aha, doch selbst wenn das Gray Fox ist, warum läuft er als Ninja herum? Ich glaube nicht, dass er weiß, wer er ist. Sie meinen, er ist ein seelenloser Roboter? Ich bin mir nicht sicher, aber er wollte bis auf den Tod mit mir kämpfen. Ich werde ihn nochmal wiedersehen. Werden Sie kämpfen? Bis auf den Tod? Ungern. Aber er könnte mich zwingen. Wollen Sie nicht rauskommen? Sind Sie auch einer von denen? Nein, ich arbeite alleine. Alleine? Sind Sie auch ein Otaku? Kommen Sie raus. Wir können nicht ewig hier bleiben. Hm.
Sie tragen eine andere Uniform. Sie sind Hal Emmerich, der Chefingenieur von Metal Gear, nicht wahr? Sie kennen mich? Meryl hat mir von Ihnen erzählt. Sie sind hier, mich zu retten. Leider nein. Ich muss erst etwas anderes erledigen. Naja, wenigstens sind Sie keiner von denen. Sind Sie verletzt? Ich bin okay. Ich habe mir auf der Flucht nur die Knöchel verstaucht. Wenn's nur das ist, haben Sie nichts zu fürchten. Ich wollte Sie etwas fragen. Ich brauche Infos über Metal Gear. Hä? Metal Gear? Ja. Wofür wurde Metal Gear entwickelt? Es ist eine mobile Raketenabwehr vor Ort, zum Abfang von Atomraketen entworfen. Selbstverständlich nur für Abwehrzwecke. Lügner! Ich weiß bereits, dass Metal Gear nichts anderes ist als eine mobile Atomraketenabschussrampe. Atomraketen? Wovon sprechen Sie? Die Terroristen wollen Metal Gear zum Abschuss einer Atomrakete nutzen. Wussten Sie das nicht? Sie wollen einen demontierten Sprengkopf in Metal Gears TMD-Raketenmodul einsetzen? Falsch. Zweck dieser Übung war von Anfang an, den Abschuss von Atomraketen mit Metal Gear mit Versuchsprojektilen zu testen. Die Terroristen setzen bloß die von euch angefangene Arbeit fort. Nein, das stimmt nicht. Ich habe es von Ihrem Boss gehört, Baker. Nein. Eine Atomrakete auf Rex? Sie wussten es wirklich nicht. Nein. Eine andere Abteilung stellt die Ausrüstung her. Der Präsident hat die Zusammensetzung mit der Haupteinheit persönlich überwacht. Präsident Baker? Ja. Ich habe nie erfahren, womit Rex ausgerüstet wurde. Ich weiß nur von einer Valkenkanone, einem Laser und einem Schienengewehr. Ein Schienengewehr? Ja. Es verwendet Magneten zum Feuern von Hochgeschwindigkeitsgeschossen. Diese Technologie wurde für das SDI-System entwickelt und dann fallen gelassen. Sie wurde von Armstech und Rivermore National Labs weiterentwickelt. Das Schienengewehr befindet sich am rechten Arm von Rex. Metal Gear wurde speziell zum Abschuss von Atomraketen entwickelt. Vergessen Sie da etwas nicht. Es stimmt, Metal Gear verfügt hinten über ein Raketenmodul für bis zu 8 Raketen. Aber Sie sagen, es sei von vornherein für Atomraketen gedacht gewesen? Ja, da steckt mehr dahinter. Wenn Metal Gear nur Standard-Atomraketen abschießen würde, dann sollten alle Testdaten bereits vorhanden sein. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Die Metal Gear-Entwicklungspartner Rivermore National Labs haben an einem neuen Atomwaffentypus gearbeitet. Sie verwendeten Nova- und NIF-Laser zum Testen atomarer Fusionsausrüstung und Supercomputer. Sie entwickelten eine neue Art Atomwaffe in einem Simulationslabor. Ja, aber Sie können sich im Krieg nicht auf Virtualdaten verlassen. Sie brauchen echte Versuchsdaten. Hier sind einige der Supercomputer. Werden diese verbunden, kann unter simulierten Bedingungen alles getestet werden. Aber es ist nur Theorie. Dann sollte also diese Übung ein echter Test sein. Was hat der Präsident gemacht? Wenn die Terroristen das Ding zünden. Verdammt! Verdammt! Ich bin ein Narr! Es ist mein Fehler! Die Wahrheit ist, mein Großvater hat am Manhattan-Projekt gearbeitet. Er fühlte sich den Rest seines Lebens schuldig. Und mein Vater wurde am 6. August 1945 geboren. Dem Tag der Hiroshima-Bombe. Gott hat also einen Sinn für Ironie. Drei Generationen von Emmerich-Männern. Die Arbeit mit Atomwaffen muss uns im Blut liegen. Ich dachte, die Wissenschaft könnte der Menschheit helfen. Stattdessen wurde ich missbraucht. Wissenschaft im Dienste der Menschheit, das gibt's wohl nur in Hollywood. Schluss mit den Tränen. Nehmen Sie sich zusammen.
Wo ist Metal Gear? Wo auf diesem Gelände wird es gelagert? Rex ist in der unterirdischen Wartungsbasis. Wo ist das? Nördlich vom Sendeturm. Aber das ist eine lange Strecke. Ist das Sprengcode-Deaktivierungssystem für Notfälle auch dort? Ja, im Kommandoraum der Stützpunktanlage. Beeilen Sie sich! Wenn Sie die Zündung von Anfang an planten, dann ist das Raketenprogramm sicher beendet. Sie haben mich seit ein paar Stunden nicht mehr gerufen, also sind Sie bestimmt zum Abschuss bereit. Merrill hat die Schlüssel für die Codesperre. Wir melden uns bei ihr. Wenn Deaktivieren nicht möglich ist, müssen wir Rex zerstören. Ich zeige Ihnen den Weg. Mit Ihrem Fuß? Sie halten mich nur auf. Sie brauchen mich, wenn Sie Rex zerstören wollen. Ich brauche Sie nicht. Ich brauche nur Ihr Wissen. Ich habe Rex entwickelt. Und es ist mein Recht und meine Pflicht, ihn zu zerstören. Versuchen Sie zu entkommen. Ich melde mich über Codec, wenn alles klar ist. Wie soll ich von einer Insel entkommen? Okay. Was soll ich tun? Verstecken Sie sich und geben Sie mir Informationen. Sie kennen sich doch hier gut aus. Aber sicher. Keine Sorge, ich habe das hier. Die gleiche Stealth-Technologie, die der Ninja verwendet. FOXHOUND wollte sie verwenden, obwohl... Damit bin ich trotz Fuß und allem sicher. Gut. Ich will, dass Merrill sich auch um sie kümmert. Merrill, der Ingenieur ist okay. Zum Glück. Kümmern Sie sich um ihn. Wo sind Sie jetzt? In der Nähe. Dort ist sie. Da drüben. Oh, Mist. Sie haben mich. Merrill, was ist los? Da ist was passiert. Haben Sie was gehört? War da nicht sowas wie Musik? Wie sah sie aus? Sie trug denselben grünen Kampfanzug wie die Terroristen. Eine Tarnung. Sie hat so einen hübschen Gang, wie sie ihren Hintern schwingt, also... Sie haben sie genau gesehen. Ach, sie hat einen entzückenden Hintern. Wie sie geht, hm? Wenn sie als Feind verkleidet ist, müssen wir uns melden, wenn sie alleine ist. Es gibt nur einen Ort, wo wir dessen sicher sein können. Wo ist das? Seien Sie doch nicht so blöd. Hier, die Sicherheitskarte. Sicherheitsstufe 4. Sie haben keine Schmerzen. Hä? Sind Sie okay? Keine Probleme. Was gibt's? Was soll die neue Freundlichkeit? Oh, nichts. Ich bin froh, dass Sie okay sind. Sie sind seltsam. Ich bin etwas nervös. Jeder, den ich rette, stirbt mir plötzlich weg. Ein Pechvogel. Vergessen Sie es, Doktor. Nennen Sie mich Otakon. Otakon? Otaku-Konvention. Ein Otaku ist einer, der wie ich Japan-Animationen mag. Die Japaner waren die ersten, die mit Erfolg zweibeinige Roboter herstellten. Führen nach wie vor im Gebiet der Roboter. Und Japan-Animation hat dabei eine Rolle gespielt. In der Tat. Ich wurde nicht Wissenschaftler, um Atomwaffen herzustellen. Das sagen alle Wissenschaftler. Ich wurde Wissenschaftler, um Roboter wie in japanischen Zeichentrickfilmen zu entwickeln. Ehrlich. Das klingt mir etwas nach kindischer Ausrede. Da haben Sie recht. Wir tragen die Verantwortung. Die Wissenschaft hat stets vom Krieg gelebt. Die größten Massenvernichtungswaffen stammen meist von Wissenschaftlern, die berühmt sein wollten. Aber das ist vorbei. Ich will nichts mehr mit Mord zu tun haben. Naja, was ich von Ihnen will, ist Information. Sicher, ich weiß alles über die ganze Basis. Fragen Sie mich, was Sie wollen über Rex und diesen Ort. Außerdem komme ich mit dem Stealth-Anzug ungesehen ins Waffenlager und die Messe. Sagen Sie mir nur Bescheid, wenn Sie Munition oder Rationen brauchen. Ich bin auf Frequenz 14112. Bis später.
haben Merrill noch nicht gefunden? Snake, das Sprengkopflager hat ein oberirdisches und zwei unterirdische Stockwerke. Suchen Sie doch mal da. Es ist das zweite Mal, dass es mir gelingt, den legendären Solid Snake zu stellen. Sie sind Merrill. Sie könnten sich unmöglich lange als Mann ausgeben. Was soll das heißen? Hey, Männer sind hier nicht erlaubt. Ich wusste nicht, dass Sie so feminin sind. Das ist wohl nicht der Zeitpunkt, mich anzumachen. Überhaupt, es ist umsonst. Bei meinem Eintritt wurde mein Interesse an Männern durch Psychotherapie zerstört. Derselbe kluge Mund. Sie sind Merrill, kein Zweifel. Verletzt? Noch nicht. War ja als Genomsoldat verkleidet. Warum nicht mehr? Sie hätten es einfacher als einer von denen verkleidet. Ich hatte keine Lust mehr, mich zu verstellen. Um ehrlich zu sein, die Uniform roch nach Blut. Was bedeutet das Zeichen? Hä? Dieses?
Nicht echt, nur aufgemalt. Ich war schon immer ein Foxhound-Fan. Mit Leuten wie Ihnen und meinem Onkel dabei. Damals gab es noch keine Gentherapie. Ihr wart echte Helden. Im Krieg gibt es keine Helden. All die Helden, die ich kannte, sind entweder tot oder im Knast. Sie sind doch ein Hellsnake, oder nicht? Ich erledige bloß meine Arbeit. Töten. Für einen Söldner gibt es weder Sieg noch Niederlage. Im Krieg gewinnt nur das Volk. Richtig. Und Sie kämpfen ja fürs Volk. Ich kämpfe nur für mich selbst. Ich habe keine Vision und keine Ziele. Ach, kommen Sie. Nur wenn ich im Kampf dem Toten komme, dann fühle ich mich richtig lebendig. Sie fühlen sich lebendig, wenn andere sterben, hm? Sie lieben den Krieg und wollen nicht, dass er je endet. War das schon immer bei großen Soldaten so? Wieso haben Sie mich nicht kontaktiert? Mein Codec war kaputt. Wirklich? Reicht Ihnen nicht, dass wir uns so getroffen haben? Egal, wie haben Sie mich denn erkannt? Eine Dame vergesse ich nie. Ich wusste es, Sie haben was für mich übrig. Ja, ich habe was für Ihren Hintern übrig. Hintern? So, so, erst die Augen, dann der Hintern. Und als nächstes? Auf dem Schlachtfeld fragt man nie, was kommt als nächstes. Also Snake, wie laufen die Verhandlungen? Kein Fortschritt. Dann hängt alles an Ihnen, hm? Jemand muss den Abschuss einer Atomrakete verhindern. Zwei Möglichkeiten. Wir zerstören Metal Gear, oder... Wir deaktivieren den Sprengcode. Haben Sie die Schlüssel von Baker? Die Schlüssel? Diesen hier? Wo sind die anderen? Es sollten drei sein. Ich habe nur den. Wo sind die beiden anderen? Keine Ahnung. Aber wenn wir sie nicht finden, bleibt uns nur die Zerstörung von Metal Gear. Metal Gear ist in einer unterirdischen Wartungsbasis im Norden. Nehmen Sie mich mit. Ich kenne die Basis besser als Sie. Sie behindern mich nur. Sie haben nicht genug Kampferfahrung. Ich behindere Sie nicht. Das verspreche ich. Und wenn doch? Dann können Sie mich erschießen. Ich verschwende keine Kugeln. Okay. Ich bin vorsichtig. Wissen Sie, ich bin nicht wie andere Frauen. Ich schaue mich kaum im Spiegel an. Ich mochte solche Frauen noch nie. Ich wollte schon als Kind Soldatin werden. Aber ich hatte mich geirrt. Es war kein richtiger Traum. Mein Vater, er fiel im Kampf, als ich noch jung war. Sie wollten also dem Vorbild Ihres Vaters folgen? Eigentlich nicht. Ich dachte, als Soldatin könnte ich ihn besser verstehen. Sind Sie schon eine Soldatin? Ich dachte schon, bis heute. Aber jetzt verstehe ich die Wahrheit. Ich hatte Angst, mich selber anzusehen. Angst davor, über mein Leben selber zu entscheiden. Ich werde mich nicht mehr selber belügen. Es wird Zeit, dass ich mich selber unter die Lupe nehme. Ich will wissen, wer ich bin und was ich kann. Ich will wissen, warum ich bis heute so gelebt habe. Ich muss es einfach wissen. Sehen Sie sich gut an. Das ist für eine Weile Ihre letzte Chance. Und waschen Sie sich Ihr Gesicht. Ja. Das ist keine Trainingsübung. Unser Leben steht auf dem Spiel. Es gibt keine Helden und Heldinnen. Wer verliert, wird Würmerfraß. Ja. Funktioniert die Famas? Ich habe keine Munition mehr. Wo haben Sie die Desert Eagle her? Fand sie im Waffenlager. Eine 50er Action Express. Da war auch eine Socom-Pistole, aber ich wählte diese. Und ich krieg, was übrig bleibt. Ist das nicht ein bisschen groß für ein Mädchen? Ich kann damit umgehen. Nehmen Sie meine 45er. Hören Sie, ich habe so eine Pistole schon mit 8 Jahren gehabt. Ich bin damit vertrauter als mit einem BH. Wenn wir nach Norden wollen, müssen wir durch das Zimmer des Commanders auf diesem Flur. Der Landweg ist durch Gletscher blockiert. Die Tür hat Sicherheitsstufe 5. Diese Karte öffnet sie. Sie befand sich in der Tasche der Uniform, die ich anhatte. Sieht so aus, als hätte der Soldat was Wichtiges bewachen müssen. Okay, gehen wir. Ich kenne mich hier besser aus als Sie. Ich gehe vor. Folgen Sie mir. Seltsam. Hier ist keine Wache. Was ist das für eine Musik? Ich halte Ausschau. Seien Sie bereit, okay?
Was ist los? Warum? Los, Snake! Starren Sie mich nicht so an! Was machen Sie? Wir müssen uns beeilen! Was ist los? Warum? Los, Snake! Starren Sie mich nicht so an! Machen Sie! Wir müssen uns beeilen! Gut, dass Sie Meryl gefunden haben. Sie hätten den Colonel sehen sollen. Er zeigt es als Boss ja nicht so gern. Aber er konnte vor Freude kaum an sich halten. Das hört man gern. Bis später dann, Snake. Was kann ich für Sie tun, Snake? Bis später dann, Snake. Was ist, Snake? Vorsicht, Snake. Was ist los, Snake? Hey, Snake, nicht ohne Grund anrufen, ja?